Hallo, schön, dass ihr da seid und wieder eingeschaltet habt. Es freut mich sehr. Ich stehe vor Marlene. Und Marlene hat mich gestern Abend sehr, sehr stark verprügelt. Es ist eine schwierige Entscheidung. Mache ich jetzt einfach hier weiter? Laufe ich ein ums andere Mal durch diesen Nebel und lass mich von Marlene verprügeln? Ich bin mir noch nicht sicher. Ich spiele mich an ihr einfach mal ein bisschen. Wäre natürlich nett oder cool. Okay, der aufgeladene. Ah, sie hat sich gleichzeitig geheilt. Ja, das ist natürlich. Minimal ungeschickt. Bitte hören Sie auf. Oh. Es geht direkt weiter. Ah, sie verprügelt mich wieder. Ah, die gute Marlene. Ja, wen haben wir denn da jetzt eigentlich alles? Wir haben Melanie, Marlene, Michelangelo, wobei ich am Überlegen bin, ob ich den nicht lieber einfach Michael nenne, weil es kürzer ist. Und dann noch Maleficent. Und also Melanie ist die Gute, ist meine Gute. Dann die Marlene ist irgendwie böse auf mich, weil ich sie beim Schlafen gestört habe oder so. Mist. Und ich glaube, Marlene ist irgendwie die Zwillingsschwester vom Michael und Maleficent gehört auch noch in die Familie rein. Ganz wilde Nummer hier. Ich frage mich, ob die Eltern auch irgendwas mit M heißen. Und jeder hat irgendwie was gegen den anderen oder ist nicht so zufrieden mit dem. Nur Marlene und Michael haben irgendwie ein ganz seltsames Band zueinander. Ja, das ist so ärgerlich, dass sie da einen Abstand hat, wo sie mich trotzdem treffen kann, auch wenn ich roll mit dem Schwert. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Und ich sie manchmal nicht treffe. Wenn man denkt, was vor dem Planeten war. Ich glaube, ich weiche noch einen Ticken zu früh aus in manchen Angriffen. Deswegen trifft sie mich da. Und vielleicht ist es auch besser, an ihr vorbeizurollen in manchen Situationen. Anstatt von ihr weg. So, jetzt wird sie gleich fliegen. Und da kommt es jetzt drauf an. Das muss ich halt. Hier, da ist es hier besser, wenn ich auf sie zurolle und dann hinter ihr bin? Könnte sein. Ah, fuck. Zu wenig Leben, um das zu sehen und zu lernen an der Stelle. Ich verstehe es halt immer noch nicht und es kitzelt sofort wieder an dem sie hat einfach die Verfolgerklinge am Startnerv.
Ich werde mich aber heute definitiv nicht von ihr ärgern lassen. Ich versuche einfach nur jetzt ein bisschen reinzukommen. Und sobald ich keine Lust mehr habe oder ich merke, dass es mir zu sehr auf den Sack geht, ich verstehe nicht. Ich lande da in einem Stagger drin von ihr. Ich könnte mir vorstellen, beim Doppelswift von ihr mit Medium und Light Roll. Ja, das war auch noch eine Überlegung, die ich zwischendurch hatte, ob ich nicht eine Light Roll mal probieren sollte. Was wollte ich jetzt? Irgendwas wollte ich noch prüfen. Und zwar hätte ich gerne etwas, das mein Gleichgewicht nochmal erhöht. Statt Leben. Weil so viel mehr kriege ich jetzt hier nicht. Ob ich mit bei ihrem, wenn sie mich staggert, nee, da komme ich trotzdem nicht raus. Ich bin da in einem gnadenlosen Stagger drin. Also in so einem, nicht in einem Stagger, ich so leicht aus dem Gleichgewicht, habe ich nochmal einen Talisman, der mir da noch mehr Gleichgewicht gibt. Aus der Ausrüstungsgewicht. Ausrüstungsgewicht, Lebenskraft, Robustheit, Fokus. Der könnte auch noch cool sein. Wie viel weniger Leben habe ich jetzt? Ja, das schenkt sich nicht viel. Das ist so ärgerlich, dass ich hier so einen blöden Abstand habe, dass sie mich da trotzdem treffen kann. In manchen Situationen. Ah, fuck. Oh, aber wie viel Schaden das macht, ne? Abartig. Abartig. Ich hatte fast volles Leben. Der Griff ist... Uff. Der Griff darf nicht sitzen. Auf keinen Fall. So, jetzt mach mal dein Flugding, dass ich irgendwie das üben kann. Weil das ist halt das, was mich killt. Das ist das, was mich killt, ihr Flugding.
Komm, tu es. Mit dem Rest komme ich echt klar. Ah, fuck. No, no. Ah, schade. Aber sie hat es jetzt nicht einmal gemacht, ne? Das, was ich eigentlich will von ihr. Schade, schade. Ich wäre gerne in die zweite Phase gekommen. Aber es sollte nicht sein. Ach komm, hör auf. Dass der mich so häufig trifft, ist auch so ätzend. Und diese minimale Reichweite, die sie da zusätzlich noch hat. Ah, fuck. Ah, diese minimale Zusatzreichweite, die irgendwie durch keine Ahnung was kommt. Wo ich denke, ich bin eigentlich in Sicherheit, aber sie schnitzt dann trotzdem so ganz leicht mit der Spitze des Schwertes mir ein Z auf die Brust. Ein Z, das sehr viel Schaden macht. Da hätte ich auch gerne mal noch ein bisschen bessere... Sie trifft mich da viel zu viel. Da. Schon wieder. Ja, hallo. Oh Mann, ey. Ja, ich habe schon viel zu wenig Schaden gemacht. Wo kann ich da ausweichen? Wo kann ich dahin ausweichen? Und dass sie bei ihrem seitlichen Ausweicher Entfernung zu mir gewinnt, ist auch so krass mies. Die Randomness von ihr. Welche, was ist random? Also meine Gleichgewichtsdinger haben bisher nichts gebracht. Ich weiß nicht, ob ich bei Gleichgewicht irgendwie vielleicht die falsche Idee habe, was Gleichgewicht ist.
Ach, da, diese, warum, der und das. Sie kommt auch immer ein Stückchen näher und gerade so viel, dass sie mich trotz der Ausweichrolle trifft. Weiche ich mit einer Light Roll weiter aus, habe ich da einen größeren... Shit. Ah, fuck. Nee, sie dreht sich ja währenddem sie schlägt noch in meine Richtung um. Ich kann da machen, was ich will. Ich muss dann genau, ich glaube, genau in sie reinrollen, damit ich, sobald sie dann sobald der Aufkommer auf dem Boden passiert bei ihr und sie den nächsten Schnitzler in meine Richtung macht, ich genug Abstand zu ihr habe. Ah, okay. Wenn sie ihre Schnetzelei macht, dass sie den in den nächsten 10 Moves nicht macht. Okay. Mist. Scheiße. Ja. Also das fand ich gerade auch im vorigen Versuch. Ich würde gerne das Ausweichen bei diesem Waterfowl, wie du es nennst. Keine Ahnung, was das bedeutet. Was heißt Fowl auf Englisch? Wasser. Wassertanz oder was? Keine Ahnung. Hey, Niklas, hi. Ich muss jetzt tatsächlich den ersten Teil einmal rückwärts lesen, um zu verstehen, was da nochmal steht am Namen. Das ist so ärgerlich. Da darf ich nicht hauen. Da muss ich ausweichen. Nope, 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 nope. Hier, genau. Da darf ich auf keinen Fall hauen. Geflügel? Waterfall? Wassergeflügel? Wasserflug wird es dann in dem Fall wahrscheinlich sein. Stopp! Hören Sie auf! Hören Sie auf! Und hör auf mich zuzukommen! Verdammte Scheiße, dass die auch mit jedem schlagenden Schritt auf mich zumacht! Heute legst du sie? Nee. Geflügel. Wasservogel. Ah, okay, das klingt schon auch sinnvoller. Heute legst du sie. Oh, Niklas. Nee, dafür sind wir heute nicht hier. Mist. Zu früh die Rolle gemacht. Und alle Angriffe tracken mich. Alle. Auch das Wassergeflügel trifft mich. Hey. Habt Spaß. Grüß dich. Hi. Schön, dass ihr alle am Start seid, Leute. Es freut mich. Genau, Niklas, das ist so ein bisschen der Plan. Wassergeflügeltanz. super. Ah, geil. das finde ich super. Der Wassergeflügeltanz. Ah. Da muss ich eigentlich auf sie zurollen, damit ich sie punishen kann dafür. Ja, da habe ich jetzt gerade zu viel Angst gehabt. Shit, falscher Moment. Einmal zu viel ausgewichen.
Ich hab's schon wieder getan. Hab auf sie gehauen, obwohl ich wusste, dass ich sie dort nicht treffen kann, wenn sie den Seitwärts-Move macht. Ah, ich brauche Ausdauer. Warte kurz, wir müssen ein Päuschen einlegen. Aha! Boah, Alter. Ich dachte, ich hätte einen Moment, um zu verstehen, was sie tut, aber sie prügelt einfach, wenn man im ersten Wassergeflügeltanz-Teil schon nicht ausweicht, dann kriegt man so viel Schaden, dass man stirbt. Also, ich werde das jetzt nur noch so nennen. Es ist viel zu lang und kompliziert und klingt total dumm und scheiße. Ah, ich muss es so nennen. Zu früh gerollt. Da konnte sie mich noch nach der Rolle kurz treffen. Den Wassergeflügeltanz. Der heißt jetzt bei mir halt Wassergeflügeltanz. Ach, hier bin ich auch noch nicht ganz sicher. Da bin ich noch nicht ganz sicher, wo ich da hin soll. Weil rückwärts von ihr wegrollen ist da definitiv falsch. Weil sie halt mit jedem Hit einen halben oder einen Viertelmeter näher an mich rankommt und wenn ich wegroll, trifft mich trotzdem jeder dieser Schläge. Skillt die Keule mit Arcane? Ich glaube nein. Nee, Stärke A. Also das ist ein reiner Stärke-Dinger. Können wir noch gucken, was, ob ich die, wenn ich die auf S-Tier hochmache. Ich glaube, ich habe einen Drachenschmiedestein gefunden. Ob die vielleicht noch Hey, genau da weiß ich nicht. Es trifft mich jedes Mal. Es ist so ärgerlich, dass sie mich da immer noch mit einem letzten Hit irgendwie manchmal trifft. Das verstehe ich nicht, wo ich hin ausweichen muss. Aha, jetzt. Und? Nee. 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 Keine Ahnung. Ich... ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Weil Blut oder Frost echt gut funktioniert. Sepp, hi! Fängt er direkt mit Marlene an, richtig. Auf Flight Simulator gehofft? Nee, ich will doch genug Aufnahmen haben für nächste Woche. Wir sind ja nächste Woche nicht da. Ich muss was machen, um YouTube zu befüllen täglich. Also was heißt muss? Wenn ich sage muss, dann spreche ich aus der Sicht des Content Creators. Ich will diese ganze Sache aber auch tun. Nee, oh, hehehehe. Shit. Ah. Stopp. Stopp, hören Sie bitte auf. Ich würde gern einmal in die zweite Phase kommen. Vorhin war es fast soweit. Relativ zügig, der zweite oder dritte Versuch. Oder zumindest so weit immer kommen, dass ich den Wassergeflügeltanz üben kann.
Mich nervt es jetzt schon, das so zu nennen, ne? Schnauze! Ah, hör auf, mir ein Z in die Brust zu ritzen. Ich stehe nicht so drauf. Ah, Ratte. Ratte. Wie schön gelassen du gerade bist. Ey, Leute, ich habe gerade angefangen zu streamen, okay? Gestern war es einfach schon die achte Stunde, dass ich da vielleicht, es war die achte Stunde und ich war müde. Es war mitten in der Nacht und ihr zwingt mich weiterzumachen. Das war einfach eine Kombination, die da vielleicht ein bisschen zu beigetragen hat, dass ich auch dann grantig wurde oder es nicht ganz so gelassen gesehen habe. Das ist menschlich und ganz normal. Da kann man nichts machen. Das kann ich nicht abschalten. Das war sowas von wert. Guck, Sepp gibt's zu. Der Sebastian, der bestreitet es, dass ihr mich gezwungen habt. Ich verstehe nicht, wie ich hier ausweichen soll. Irgendwann kommt der Moment, da sehe ich's, da weiß ich wohin mit mir. Ah, da muss ich ein bisschen warten. Da muss ich ganz kurz warten. Da darf ich nicht sofort weg ausweichen, weil sie diesen halben Meter wieder auf mich zumacht beim Schlag. Ich weiß noch nicht, wie ich da ausweichen soll. Ich brauch halt volles Leben für den Wassergeflügeltanz, falls der kommt. Aha, jetzt kommt er. Du Ratte, wohin? Wohin soll ich? Wohin soll ich? Ich sehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Dein eigenes Gameplay aufgenommen für Analysen. Okay. Vielleicht muss ich beim Wassergeflügeltanz auch auf das Anvisieren verzichten. Vielleicht liegt es daran, dass ich immer in so einem Halbkreis um sie herum ausweiche. Na, shit, ich hab gedrückt, aber. Jetzt hat sie nicht so viel Schaden gemacht wie vorhin. Vorhin hat sie mehr Schaden gemacht. Womit hängt das zusammen? Oder hatte ich vorhin tatsächlich so viel weniger Leben? Könnte sein, aber ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, vorhin hat sie einmal mehr Schaden gemacht mit dem.
mit dem Stich nach oben. Mit ihrem Grab. Ich hatte weniger Leben, okay. Ja, gut. Komm hierher. Ah, wobei, nee. Komm nicht hierher. Wir drücken dich jetzt in die Ecke rein. Scheiße, Wassergeflügel. Wassergeflügel, Tanz. What? Ich check's nicht. Der zweite, glaube ich. Dem zweiten bin ich vollständig ausgewichen. Wohin bin ich? Ich glaube, ich bin auf sie zu ausgewichen. Unter ihr durch. Ich glaube, dass... Ist immer noch eine gute Idee auf sie zu, aber dann brauche ich einen Ticken mehr Abstand zum Startmoment des Wassergeflügeltanzes. Ja, das hat ja jetzt nicht so gut gepasst, dass ich da geheilt habe, natürlich. Ich habe kein gutes Pattern gerade. Kein gutes Pattern. Ja. Da habe ich direkt... Es war sofort klar, wenn sie so startet, dann hat sie kein gutes Pattern für mich. Brauche ich eigentlich... Das brauche ich dann eigentlich auch gar nicht weiter probieren, weil ich habe es noch nie geschafft, aus diesem Pattern dann rauszukommen, mit dem sie anfängt. Wenn sie so richtig loslegt, sofort von Anfang an. Hey, der wahre Zauberer Merlin, hi! Der Ansatz mit dem Lock nicht kompletter Schwachsinn ist. Ja, das dachte ich mir schon. Unnötig, dass sie mich da zweimal getroffen hat. Hallo? Da hatten wir wieder einen Moment des... Nö. Spiel will nicht, dass du ausweichst. Wir lassen es bleiben. Aber selbst wenn du die Taste gedrückt hast... Nein. Schön, dass ihr alle am Start seid, Leute. Ey, den wahren Zauberer habe ich auch schon lange nicht mehr gelesen. Ey, was geht? Wie geht's dir? Wie geht's euch allen? Habt ihr einen recht guten Start in die Woche gestern hinlegen können? Ich hoffe es. Ich kann nicht ausweichen. Er bleibt einfach drin stehen, ne? Er bleibt drin stehen, bis sie sich voll geheilt hat. Ich hämmer auf die Taste. Hatte ich keine Ausdauer? Ah, Wassergeflügel. Wassergeflügeltanz. Ja, und da kommt der Lock zurück in meine Richtung. Da kommt der Lock zurück in meine Richtung, obwohl sie in eine andere Richtung guckt. Und da bin ich noch nicht mal aus der Rolle raus und könnte eine nächste machen. Das heißt, der letzte dort, würde ich behaupten, trifft mich fast immer. Außer Lucky mal irgendwie, dass sie dann in eine falsche Richtung lockt oder so. Aber
Sie dreht einfach mitten im Schlag um und geht voll in meine Richtung. Und währenddem ich am Rollen bin und dann kriege ich 4, 5. Oder 3, 3, 4. Stopp, ich weiß nicht wohin. Und er weicht auch nicht aus. Ich hänge dann in diesem Angriff drin und mein Charakter tut nichts mehr. So. Also gut. Was ist denn noch offen? Den haben wir verprügelt. Oh Gott, nee, der nächste Zappler wäre hier. Nee, wo war das? Hier, da ist noch so ein Zappler. Den könnte ich mal probieren, ob ich den noch wegkrieg. Da mal ein bisschen reinüben. Du rauchst dir gerade einen. Kann man ja mittlerweile einfach so sagen, ne? Kein Problem mehr. Sick, hi, grüß dich. Ansel. Was war Ansel nochmal? Maleficent Quest, ja. Wo war denn die gute Maleficent jetzt anzufinden? Hat sie was gesagt? Nee, sie hat nicht gesagt, wo sie ist. Glaube ich. In das Fäulnis. Achso, okay. Also hier in dem Gebiet hier gibt es noch. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich mich hier noch ein bisschen umschauen sollte. Gut, das darf ich nicht verprügeln. Äonischer Schmetterling. Hey, das ist neu. Ansel, Farum, Azula, einen der geilsten Fights. Ja, so einen anderen Boss würde ich auch gerne nehmen. Also können wir auf jeden Fall auch machen. Also Farum, ich weiß nicht, ob ich da alles gekillt habe. Ich habe, glaube ich, es gibt 3 Bosse. Und ich habe zumindest 2 besiegt. Ach, hier bin ich jetzt. Okay. Mit deinen 6 Charakteren hast du das getestet. Sag mal, Kumpel da unten. Ist das dein Nee. Tschüss. Cool zu finden. Okay, also dort ist auch noch was zu holen. Versteckt. Ob ich das dann einfach so finde, ist natürlich die Frage. Kann ich mit dir irgendwas machen? Nee? Dahinter die Wand auch nicht. Jetzt kann ich aber mal zumindest. Also das war eh Quatsch. Da mache ich. Nee, da mache ich den anderen rein. Und zwar den. Und ich glaube, der Rest ist okay. Da gibt's auch noch. Also ich merke schon, es gibt einen Haufen Zeug. In den Sarg gelegt hast. Ich habe mich hier in Elden Ring bereits in einen Sarg gelegt, um zu der Motte zu kommen. Können wir das bitte lassen? Ihr kleinen Bastarde. Äonischer Schmetterling. Ich muss halt jetzt auch noch aufpassen, ob hier irgendwo ein NPC rumsteht, ne? An irgendeiner Ecke oder keine Ahnung was.
Kann ich hier rüber hüpfen? Nee, ne? Muss ich da vorne raus? Ist hier irgendwo eine Treppe? Eine Leiter, meine ich. Wo bin ich denn hierher gekommen? Von unten, ne? Wie lange man da warten muss. Ich weiß gar nicht, in Dark Souls 1, an welcher Stelle ist da ein Sarg? Du warst AFK, lol. Das ist die Hölle. Ich habe tatsächlich. Nee, von hier bin ich doch da runtergekommen, oder? Ich komme gar nicht hinterher, Leute. Mit Lesen. Ah, zu Nito. Ah. Zu Nito muss man in den Sarg liegen? Nee. An welcher Stelle habe ich mich in den Sarg gelegt, um zu Nito zu kommen? Für den Covenant. Ah, das habe ich, glaube ich, nie gemacht. Okay. Ey, Jungs, stopp. Ist sie gelegt? Paul, grüß dich. Ja klar. Nicht. Ich beschäftige mich nur mit anderen Dingen mittlerweile. Dachte schon, ich hab's verpasst. Ich habe ein paar Übungsruns gemacht. Aber ich muss es ja auch echt nicht übertreiben, so, ne? Ich will mich nicht so hart triggern lassen. Beziehungsweise, und jetzt war halt der Moment, zu dem sie mich dann ein bisschen aufgeregt hat. Wegen so ein paar Kleinigkeiten und dann habe ich gesagt, ja, ich gucke mich mal hier noch ein bisschen um. Weil die Maleficent Quest ist ja noch offen anscheinend. Ihr seid auch echt miese Viecher. Ich glaube, hier wird es tatsächlich auch Sinn machen, wieder den Heilungstalisman reinzupacken. Geistertallilien brauche ich nicht. Die sollte ich mal verkaufen. Aber so viele Dings hat es gar nicht gegeben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gerade Orientierungsprobleme, wie ich zurück ins, also beziehungsweise in das Fäulnisgebiet von ihr komme. Wo bin ich denn? Muss ich hier hoch? Ja, ne, wahrscheinlich, oder? Nee, da oben war doch, war da oben die Fäulnis? Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Abwasser, Grace. Dankeschön. Ich habe sehr schnell sehr viele Runen zusammengesammelt hier an der Stelle. Ah, nee, Gleichgewicht will ich. Was macht Gleichgewicht?
Nichts, es gibt keinen Wert für Gleichgewicht? Lol. Ah, mir fällt gerade ein, irgendwer meinte unter den YouTube-Kommentaren, es gibt in Elden Ring auch Rüstung, die dir Stats gibt. Also Bonus-Stats, so richtige Bonus-Stats auf Verteidigung oder halt auf die rechten Werte, Kraft, Stärke und so weiter. Ist das korrekt? Bessere Rüstung, mehr Gleichgewicht. Ah, verstehe. Ja, ich sehe schon, da kann ich dann halt härtere Sachen an ausrüsten. Ja, hier mehr Gleichgewicht drauf. Die blaue Kapuze zum Beispiel. Oh, das sehe ich aber dann nur rechts drüben. Ah, und mehr Fokuspunkte. Da muss ich dann dahin gucken. Ah, und hier die Maske des grinsenden Mals auch. Zwei Stärke gibt die dazu. Okay. Da habe ich noch nie drauf geachtet. Die gibt Weisheit. Ach, guck mal an. Weisheit, 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 Geschick, Geist, Arkanenergie, Arkan, Weisheit, Arkan. Die gäbe zwei Stärke. Aber dafür von allem anderen weniger. Okay. Ah, dann habe ich das. Ja, okay, verstehe. So, jetzt hier runterwärts. Nee, hier bin ich ja rausgekommen, in die andere Richtung in dem Fall. Da ging es ja dann direkt zu Marlene. Ey Leute, ihr seid echt wieder der Hammer, wie viele hier direkt am Anfang am Start sind. Ich bin begeistert. Dass ich direkt am Anfang vom Stream schon nicht mit Lesen hinterherkomme. Hammer. Also, natürlich nicht der Hammer, dass ich nicht hinterherkomme, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Ich feier's. Hey, Bonobo Reviews auch am Start, zum ersten Mal gechattet. Da war letztens irgendwann ein Follow am Start. Hast du da nicht schon gechattet gehabt? Ah, stimmt, da hatte ich Dark Souls 1. Das war während Dark Souls 1 mit Weibchen. Bonobo, hi. Und hi an alle anderen, die da im Hintergrund vielleicht noch irgendwie am Start sind. Und natürlich die, die im Vordergrund am Start sind. Und die auf YouTube. Ihr seid super. Okay, also das hier ist das Fäulnisgebiet. Jetzt ist die Frage. Ah ja, guck mal. Hier geht's noch ein bisschen weiter. Lurke manchmal heimlich, alles klar. Siehst du ja auch schon seit Jahren durch. Ja, nur jetzt habe ich mich nochmal viel mehr committed, weil ich halt aktuell ein bisschen mehr Zeit habe, habe ich gesagt, jetzt oder nie. Jetzt ist der Moment gekommen. Jetzt kann ich Content rausknallen. Und jetzt versuche ich es in die Hand zu nehmen und mal ein bisschen mehr zu machen. Und es zahlt sich aus. Oh! Och Mann, ey. Geh weg. Was bist du denn jetzt schon wieder für ein hässliches Ding, ey? Hau den. Nein, ich will den nicht hauen. Ach, sehr, okay. Er macht sowieso Scharlachfäule. Ja, das ist gerade egal. Dann kann ich auch reinspringen in ihn. Was ist mit ihm? Er übertreibt einfach komplett.
Hätte ihn nicht hauen sollen. Kommen Sie bitte zurück. Nicht abhauen. Oh, eine goldene Saat. Das ist allerdings cool. Leute, mir fällt gerade was auf. Ganz kurz. Hier. Dann kann ja auf YouTube, die Leute wollen vielleicht auch was lesen. Können jetzt wieder mitlesen. Sorry, hatte ich gestern abgeschaltet. Was ist das hier? Um Maleficent zu unterstützen? Ja, machen wir gleich. Aber die Grace setzen und nochmal. Also ich sollte mich teleportieren, sagst du? Ich habe jetzt viel Chat verpasst gerade. An die deutschen Begriffe gewöhnen. Ja, ich spiele auf Deutsch. Sorry. TikTok. Ah, ja, zu TikTok. Ich weiß. Das sagen immer wieder viele Leute. Aber nee, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht. Ich fühle TikTok überhaupt nicht. Vor allem, und das ist halt das Miese, und ich hab TikTok ja schon ein bisschen probiert mit den anderen Sachen, die ich mit dem Kumpel gemacht habe. Hey, ich brauche die Nadel. Ich hab's gewusst, ich brauche die Nadel, die in ihr steckt. Hier gibt's zwei. Herausfordern oder unterstützen. Okay, also, ja, das ist jetzt. Ja, wie komme ich an ihre Nadel ran, die in ihr steckt? Ich werde sie herausfordern müssen. Um sie zu verprügeln. Ich muss die Nadel aus ihr rausprügeln, oder? Und dann ihren. Oh Gott. Leichenflatterei betreiben. Wollen wir das Sauron? Ey, nee, ich will na, das gute Ende haben. Das ist doch jetzt eine Schweinerei. Ist hier jetzt die Entscheidung und ihr, ey, komm, nee, dann google ich. Wenn ich ihr helfe. Es gibt keinen richtigen Fall. Ich google gleich. Hilf ihr, dann hilf ihr. Also wenn ich ihr helfe, kriege ich die Nadel. Aber sie braucht die Nadel doch in sich. Ja, okay, danke. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Hallo, ich kann nicht hauen. Warum kann ich nicht hauen? Ich kann nicht hauen. Ich kann nicht hauen. Nur schweren Angriff. Warum kann ich nur einen schweren Angriff machen? Ich kann keinen leichten Angriff machen, lol.
Ich google gleich, ist eine Drohung. Okay, ich kann auch hier jetzt gerade keinen leichten Angriff machen. Was ist los? Warum? Du bist so eine Kackbratze. Was kannst du eigentlich? Ach, Leute. Mein Controller ist am Sack oder was. Keine Ahnung, was ist hier los? Okay, Moment, ich steck mal kurz den Controller wieder aus. Und wieder an. Mal gucken, ob es jetzt geht. Ein fetter Lag. Nee, warum kann ich... Hallo? Alle anderen Tasten funktionieren, aber mein leichter Angriff geht nicht. Hä? The fuck? Ich mache ihn gerade ganz aus. Nochmal an. Nee, das ist jetzt nicht euer Ernst, dass der jetzt am Sack ist, oder wie? Ich habe das Kabel doch nicht mal angeschlossen für den anderen Controller. Wo ist der überhaupt? Geht auch nicht. Der ist neu, ja, richtig. Also der geht auch nicht. Aber da geht jetzt auch gerade nichts anderes. Irgendwo hat er mir die Steuerung zerschossen. Ja, zum Glück, ey, ohne Scheiß. Das hätte mich jetzt echt hart frustriert, wenn das der Controller wär gewesen wäre. Spiel neu starten. Ich guck mal kurz in die Steuerung. Vielleicht hat er mir aus irgendeinem Grund durchs, weiß nicht, an die Gnade gehen. Kann auch die Tasten nicht mehr benutzen. Ich kann nicht mehr Start drücken und nichts mehr. System. Hallo? Steuerung. Das ist alles gut. Ja, dann muss ich das Spiel wohl neu starten. Aber ich kann nicht mal mit der Tastatur zurück. Lol, was ist denn? What the freaking hell? Was? Also, okay. Ja, dann machen wir so. Keine Ahnung, habe ich noch nie erlebt. Elden Ring spinnt seit gestern bei mir hart rum. Weiß nicht woher. Miese Nummer, ey. Ich war jetzt aber der festen Überzeugung, dass ich die Nadel aus ihrem leblosen Körper rausziehen muss. Aber wenn ihr sagt, helfen ist die Wahl. Ist die richtige Wahl, dann mache ich das jetzt. Okay, jetzt geht's wieder. Gut. Einfach mal random Controller versagt. Boah, Leute! Was ist das hier?
das hier für eine Nummer überhaupt? Warum? Warum landet sie im Nirgendwo und wird von Leuten verprügelt? Von irgendwelchen solchen roten Bastarden. Ist sie jetzt runtergefallen? LOL! Sie ist runtergefallen! Maleficent ist runtergefallen! Die sie verraten, alles ihre Schwestern, die sie verraten. What the fuck? Heißen die auch alle was mit M? Guck mal! Guck mal! Sie ist einfach tatsächlich Marlene. Sie macht den gleichen Scheiß. Ach komm ey. Schnauze jetzt. Fucking hell. Leute, jetzt ist der letzte tot. Blutige Finger besiegt. Lol. War das jetzt gut? Verrottende, geflügelte Schwertinsignie. Hä? Weh. Dann mache ich jetzt aus und spiele kein Elden Ring mehr, wenn ihr mich jetzt verarscht habt. Sie liegt irgendwo rum. Ah. Oh. Hello. Thank you for lending your hand. Without your help, I could not have defeated that quartet. I feel as if I've been in your debt from beginning to end. Thank you. With your help, I was able to live as my own person. If only in passing. But this is where things end. I paused to even tell you, but I took out the needle myself. Tell whoever put you up to this that if I am to flower into something other than myself, I would rather rot into nothingness as I am. Please. Let me pass alone. The scarlet rot writhes now. Worse than ever. Soon, I won't be more than a mound of flesh. Curse laden. Untouchable. I wouldn't want such a thing to bring you harm. Please. Let me pass alone. The scarlet rot writhes now. Worse than ever. Ja, habe ich vermutet, Sepp. Okay, sie möchte nicht zu etwas anderem erblühen. Arme Lady. Arme Lady.
Aber die Nadel, verändert die Nadel jetzt sie als Person? Das hatte ich jetzt eigentlich ja nicht so verstanden, ehrlich gesagt. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ist das ein Schlüssel-Item? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja. Eine kunstvoll gefertigte Nadel aus reinem Gold. Maleficent zog sie sich aus dem Fleisch. Auf der Nadel ist keine Spur von beflecktem Blut zu sehen. Dafür ist sie aber von einer Art Tau benetzt. Ich muss Malenia etwas zurückgeben, die Würde und das Selbstbewusstsein, dem Lockruf der Scharlachfäule zu widerstehen. Das heißt, ich muss Marlene die Nadel jetzt reinrammen, oder was? Nach Marlene. Ich könnte mal gucken, was die Drachen mir noch zu liefern haben, ne? Was war nochmal mit diesem Saatbeet? Es verhindert damit, dass Seelen der Toten zum Erdenbaum zurückkehren, sodass sie für immer verflucht bleiben. Eine der schlimmsten Abscheulichkeiten, die es im ganzen Zwischenland gibt. Irgendwas war mit diesem Zeug. Starb hingegen nur die Seele. Okay, das heißt, ich muss den Prinzen des Todes irgendwie noch finden und das dann kombinieren, oder was? Oh Mann, ey, das ist alles so wild hier. Dunkelflossen, Gaul oder wie der auch heißt, hätte dir extra gesagt, dass du sie verraten sollst, damit sie eine Blume wird. Oh, okay. Damit sie eine Blume wird. Okay, da geht's wohl nicht zurück. Ups. Ah, da unten ist ja das Kampfgebiet mit Marlene. Gerade gesehen, die Marlene-Arena. Ich glaube, ich hatte einige Seelen, ne? Grun. Neben Marlene ist auch so eine Blume. Ach, die! Okay, und Marlene selbst wird ja auch zu so einer Blume, wenn ich sie das erste Mal töte. Und dann kommt sie da raus. Und wird krass. Aber sie ist doch dann immer noch sie selbst. Die ganzen Unterwelten, die sind auch noch offen, ja. Ja, Leute. Ey, das ist jetzt... Das ist natürlich krass. Okay. Also... Vor allem fehlen mir hier noch alle Unterwelten. Da habe ich noch gar keine. Merlin, alles klar, hau rein. Wäre eine Idee. Ja, wäre allerdings eine Idee. Achso, jetzt mache ich eine Sache noch, bevor ich jetzt nochmal kurz zur Marlene gehe und mich nochmal mit ihr prügel.
Genau, das hier noch. Bin ich jetzt auf... Hat das jetzt eine S-Stärke gekriegt? Nein, leider nicht. Aber passt. So, gute Marlene, ich komme noch mal zu dir. Wir probieren es noch eine Runde. Ach so, ja, und leveln will ich noch einmal. Ich hab nur die ersten zwei Unterwelten. Reicht eine davon? Ja, müsste reichen, ne? Ich glaube, das reicht. Aber ich zeig's dir gleich gerne nochmal. Jetzt muss ich nur einmal schauen, ob ich nochmal stärkere Ausrüstung anlegen kann. Wahrscheinlich schon. Die zum Beispiel. Die nicht. Was haben wir hier noch? Ah, da wird es zur großen Last. Okay, bei 52 ungefähr. Ja, wir haben ein bisschen mehr Ausrüstung dran. Okay, das passt schon. Gucken wir noch mal kurz auf die Unterweltkarte. Nur die ersten beiden. Wobei, vielleicht gibt es hier ja auch noch mal irgendwo eine, aber ich glaube nicht. Sieht nicht so aus. Ach da, Einsel. Vorhin hatte irgendwer nach Einsel gefragt, oder? Da bin ich schon durch. Ich glaube nicht, dass es da unten noch was gibt, was ich zu erledigen habe. Was ich verrückt finde, ist, dass es hier irgendwie anscheinend noch weitergeht, aber da bin ich noch nicht hingekommen. Muss ich da einfach hier dorthin und werde dann darüber geportet? Ah doch, da war ich schon mal, aber da war irgendwas Komisches. Gut, also wir prügeln uns nochmal ganz kurz ein bisschen mit Marlene. Das Elite-Schneegebiet. Ah, damit meinst du das hier? Stimmt, da bin ich ziemlich zügig durchgeritten. Hab nur den Baum hier gekillt. Da gibt's bestimmt auch noch die ein oder andere. Gut, dann, also ich habe irgendwie auch Bock tatsächlich hier drauf. Sick, das interessiert mich, da bin ich neugierig, ich finde die Umgebung cool. Ich denke, da werden wir als nächstes dann hingehen. Weil Schnee, ach, weiß ich nicht, alles düster und, keine Ahnung, neblig und kalt und weiß und fühle ich nicht so richtig. Keine Ahnung, hier an der Stelle. Keine Ahnung. Der Schneesturm ist anstrengend. Ja, genau, das sehe ich nämlich auch so. Und ich habe dann einen anstrengenden Boss. Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, der mich gerade so ein bisschen unter Druck setzt. Da brauche ich nicht noch anstrengende Umgebungen.
Siofra lohnt es sich nochmal vorbeizuschauen, ehrlich? Da war ich aber auch relativ viel unterwegs, aber wenn du sagst nochmal, heißt es ja, vielleicht gibt's dort was Neues. Ach, zu spät. Eigentlich dachte ich, ich bin genau rechtzeitig, aber ich war wohl kurz zu spät. Ja, genau, ey. Alles ist extrem homing. Alles, jede Attacke zieht in meine Richtung hinterher. Ich kann sie für nix und fast nix punishen, nur manchmal, in seltenen Fällen. Und jede Attacke macht sie immer einen halben Meter einen Schritt auf mich zu und einen Schritt auf mich zu. Und wenn ich vorbeilaufe, schnitzelt sie aber in einem riesigen 270 Grad Radius um sich rum. Das heißt, wahrscheinlich werde ich nur direkt hinter ihr nicht getroffen, was sehr, sehr ärgerlich ist. Okay. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich versuch's ja wirklich zu sehen oder zu erkennen, was zu tun ist, ne? Ich find's mittlerweile sogar gut, wenn sie damit startet. Aber man kann machen, was man will. Die denke ich jedenfalls aktuell. Ich weiß, dass es nicht so ist und dass es Möglichkeiten gibt, aber... Es ist so kacke, nicht zu erkennen. Man muss es, ich glaube fast, ich muss es zufällig rausfinden. Ach, scheiße. Und, also, dass es halt einfach nicht gut zu erkennen ist, ist so nervig. Das ärgert mich tatsächlich einfach am meisten, dass ich nicht erkennen kann, wo hier der Trick ist. In welche Richtung oder was oder keine Ahnung. Das. Ja, und auch hier, ne, dass sie 5x, 6x schlägt. Und man nicht mehr rausrollen kann und nicht mehr wegkommt aus diesem Ding. Es sieht halt cool aus. Eigentlich ist es, das ist genau, das ist dieses Lies of P-Prinzip. Ich glaube, mit Miko waren wir schon mal da drauf gekommen, dass die Gegner einen nicht nur einmal treffen, sondern wenn sie treffen, treffen sie ihn einen gleich zwei, dreimal. Und dadurch hat man das Gefühl, dass man häufiger getroffen wird, als man es verdient hat, was das Punishment viel höher macht. Das gefühlte Punishment. Auch wenn die Gegner quasi nur einen Treffer machen könnten, aber sie machen halt drei. Ah, fuck off. Unbelievable.
Den ersten. Ich glaube, ich muss einen Ticken von ihr weggehen. Ein Ticken von ihr weggehen, weil sonst habe ich keine Kontrolle über die Richtung meiner Rolle, wie ich unter ihr durchrolle. Ich darf nicht direkt unter ihr stehen, wenn sie damit anfängt. Und dann muss ich das Timing finden, wann ich da ausweichen muss. Aber dass es einfach so schwer erkennbar ist, ist so ätzend. Stopp! Scheiße. Natürlich machst du diesmal am Ende den Move, der mich den Kragen kostet. Na klar machst du den diesmal. Gedrückt, ne? Das Timing für den ersten Angriff habe ich noch nicht. Es nervt auch ein bisschen, dass sie das halt dann immer dann tut, wenn ich dann so nah an ihr dran bin. Ist ein bisschen ärgerlich. Also häufig so macht, dass sie das dann halt macht, wenn ich zu nah dran bin, dass ich dann nicht mehr irgendwie weglaufen kann, um ihr zuzuschauen. Tilo, grüß dich. Der Wanderpokal. Wanderpokal finde ich gut. Rollen ist nicht der einzige Weg. Ja, du bist gut. Ich habe schon versucht wegzulaufen. Weglaufen hat leider nicht funktioniert, weil sie einen so hart trackt und so eine gigantische Reichweite hat, dass es hier nur beim ersten Mal ein bisschen funktioniert. Champions League. Ich weiß nicht mal, was das ist. Zerberste er das elendige Stück. Ey, Tilo, ich gebe mir größte Mühe, ne? Ist nicht so, als würde ich es nicht probieren. Fluch, da hat schon wieder nicht ausgewichen, ne? Ah, fuck, jetzt bin ich tot. Fußball. Ach so. Ich weiß natürlich, was Champions League ist, aber...
Nein, ich guck keinen Fußball. Ich gucke keinen Fußball, Leute. Das ist mir, weiß nicht. Wer hat letztens irgendwas gesagt, wenn ich 11, 22 Männern dabei zuschauen will, die in Kniestrümpfen sich gegenseitig anspringen, gucke ich mir andere Seiten im Internet an. Irgendwie so war, glaube ich, der Satz. Nee, ich bin überhaupt kein Fußballfreund. So, ich bin tatsächlich auch bei der, als Deutschland Weltmeister wurde, bin ich während des Spiels eingeschlafen. 2000, wann war das? 4? Nee, doch, nee, 14, 16. 2016 war es, glaube ich. Ja, so sehr bin ich Fußballfan. So sehr interessiert mich das, dass ich beim Weltmeisterspiel von Deutschland eingeschlafen bin. Irgendeine andere Sportart. 2014, okay. Zum Zuschauen, nee. Also was ich mal ab und zu mal ganz spannend finde, ist vielleicht, dass das ein oder andere E-Sport-Event, aber meistens dann auch nur Highlights, so vielleicht ein Counter-Strike-Match, da gucke ich mir dann vielleicht einen Highlight-Zusammenschnitt an oder sowas. Aber ich mache lieber selber die Sachen. Nee, stimmt nicht. Was ich mir ganz gern angucke tatsächlich, sind so Slopestyle Dirtbike-Wettbewerbe. Also Dirtbike im Sinne von ohne Motor auf dem Fahrrad, wo dann Tricks in der Luft machen und so mit Saltos und solchen Späßen. Weil ich selber das auch mache. Nicht in dem Ausmaß und ich bin auch nicht so gut, aber ich habe ein Dirtbike und ich fahre unglaublich gerne Dirtbike und da liegt eher so, was Sport betrifft, meine Passion. In so ein bisschen Action-Sportarten. Snowboard fahren fand ich auch immer sehr geil. Da habe ich die Big Airs, bin ich da gesprungen. Früher, heute würde ich es mich, glaube ich, nicht mehr trauen. Vor allem hat es mich einmal richtig böse aufs Maul gehauen. Solche Sachen sind dann eher so mein Ding. Tatsächlich. Genau. Das noch als kleine Anekdote, auch obwohl ich hier einfach nur ein YouTube-Outro machen wollte. Twitch bleibt dran, ihr wisst, wie die Sache läuft, aber YouTube. Alle, die auf YouTube eingeschaltet haben, fühlt euch gedrückt und danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Weiß nicht, das war jetzt ein bisschen strange, oder? Fühlt euch gedrückt. Ugh.